Schenke Zimmer Zeit, ich bitte ehrlich, sie machen mir Freit. Es ist gar nicht gefährlich, aber mir tut's gut. Es ist so arg schön für mich. Sehr schön. Herzlich willkommen bei meiner zweiten Kultursendung hier auf Rego TV Puls. Wir sind am Start mit unserem neuen Magazin und Wolfgang Sillé, mein zweiter Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich auch. Und man hat gerade schon gehört, du bist Sänger. Ja. Und du singst nicht nur irgendwas, sondern du bist der schwäbische Frank Sinatra. Das höre ich gar nicht so gern. Warum nicht? Ach, ich weiß gar nicht. Sinatra ist so einzigartig gewesen. Da gibt es keinen zweiten. Du singst seine Songs, ja. Du nimmst seine Melodie, ja. Machst selbst schwäbische Texte. Was hat dieses Lied, was wir gerade gehört haben, für eine Botschaft? Ja, es geht um Zeit, dass wir uns, dass Zeit so wertvoll ist und dass alle glauben, sie hätten keine. Ist aber so. Nein, jeder hat 24 Stunden jeden Tag. Aber meistens sind wir doch alle damit beschäftigt, irgendwie arbeiten, Kinder, irgendwie Haushalt und dann ist der Tag vorbei und du denkst dir so, Menschenskinder, was habe ich denn heute eigentlich gemacht? Ja, aber es ist immer eine Frage unserer eigenen Entscheidung. Unserer eigenen Entscheidung, was mache ich und was lasse ich? Wie alt bist du? 58. Seit wann bist du so klug und hast genau diese Einstellung? Seit ich 54 bin. Also seit 4 Jahren bist du ein glücklicher Mensch. Also ich bin jetzt selbstständig mit dem Gesang seit 8 Jahren. Ja. Und die Anfangszeit war nicht ganz so witzig, also war teilweise sehr eng. Aber jetzt, seit 3, 4 Jahren, geht es richtig gut. Darüber müssen wir nämlich gleich noch reden, weil man muss ja mal sagen, Künstler in Stuttgart oder generell Künstler, dass sie von ihrer Kunst leben können und Zeit dafür haben, ist ja nicht selbstverständlich. Du hast aber ein Konzept entwickelt, wie man es schafft, seine Kunst leben zu können. Ja. Oder seinen Traum leben zu können. Egal, was das für eine Kunst ist. Muss gar keine Kunst sein. Genau, kann ja auch Briefmarken sammeln sein. Ja. Darüber reden wir auf jeden Fall gleich noch. Ja. Vorher möchte ich aber noch sagen, du bist ja nicht nur Sänger und trittst mit deinen Programmen auf, sondern du bist auch Stadtführer in Stuttgart, aber ein ganz besonderer. Ja, also es gibt eine Stadtführung, die nennt sich Schenke Zimmer Zeit. Und bei der Stadtführung, die beginnt am Schillerplatz, endet im Schlossgartenhotel mit einem halbstündigen schwäbischen Sinatra-Konzert. Ich habe ja nicht nur in meiner Kultursendung dich als Gesprächspartner zu Gast, sondern ich berichte auch über andere Sachen, die in Stuttgart passieren. Gehst du ab und zu mal ins Theater? Hin und wieder. Könntest du dir vorstellen, ein Theaterstück dir anzugucken im Schwimmbad? Ja. Ja? Warum nicht? Ja. Genau darum geht es nämlich jetzt und da schauen wir mal rein. Und wie abgefahren ist das denn bitte schön? Ein Theaterbesuch im Hallenbad. Wir sind in Heslach und die Gruppe Lockstoff geht mit ihrem neuen Stück an den Start. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bei den Temperaturen ist das hier das völlig falsche Outfit für einen Theaterbesuch. Da zieht man nämlich Folgendes an. Und Sie müssen keine Sorge haben, Sie müssen Ihren Bademantel nicht von zu Hause mitbringen. Den kriegen Sie hier am Eingang, wenn Sie reinkommen, in die Hand gedrückt. Ich finde das Theaterstück sehr gut, den Anfang schon, weil man sich endlich mal keine Gedanken muss, was man anziehen muss. Ne? Das ist sicher richtig. Die Krawatte habe ich heute auch mal weggelassen. Haben Sie sonst irgendwas drunter oder sind Sie nackig unter dem Bademantel? Das wollen Sie lieber nicht wissen. Dann viel Spaß. Dankeschön. Mir ist so heiß, wir haben 28 Grad Lufttemperatur. Wie ist es für Sie jetzt beim Theaterstück, dass es mal ins Schwitzen kommt? Also für mich ist das wunderbar, weil ehrlich gesagt bei den kalten Temperaturen im November ist das die beste Kulisse ever, um ein Theaterstück zu verfolgen. Sehr schön. Bei diesem Theaterstück muss man diese Kopfhörer aufsetzen. Aus einem ganz einfachen Grund, dass man die Schauspieler hört, weil das hallt hier so sehr, dass man sonst die Schauspieler nicht verstehen würde. Deswegen, so, geht's gleich los. Thank you.
Euer neues Stück. Kannst du mal ein Inhaltsverzeichnis geben? Um was geht's? Es geht um die verschiedenen Ängste in unserer Gesellschaft und das setzen wir in Spannung und in den Gegensatz zur Leichtigkeit, die uns das Wasser vorgibt. Du bist mir ein bisschen zu solide. Aber meine Human Resources sind doch noch lange nicht am Ende. Ja, ich habe dich in Summe mit 45% bewertet und daher würde ich sagen, dass wir dich rejecten sollten. Was? Hör mal. Was hast du gesagt? Ich bin gefeuert. Wir sind ja nun ein kleines Team von Lockstoff. Wir planen und überlegen uns unsere Stücke immer selbst. Und das Heslacher war schon lange so ein Wunschobjekt von uns. Wir wollten hier immer schon gerne hin. Ist ja so ein wirkliches Traditionsbecken hier in Stuttgart. Das erste 50-Meter-Becken damals. Und es ist so ein Bad, von dem ich wirklich das Gefühl habe, das ist im Herzen der Stuttgarter. Ich habe Angst, mir beim Verwelken zuzusehen. Dem eigenen Kind beim Verwelken zuzusehen. Ich habe Angst, dass mir ein Baby runterfällt. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr weiß, wen ich wählen soll. Also angedacht ist, dass wir Minimum 2 Jahre spielen, 40 Vorstellungen auf jeden Fall, die sind uns auch garantiert. Und in der Regel eben immer Mittwoch und Freitag, einmal im Monat zum Warmbadetag. Was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wie war's? Eindrucksvoll, heiß und ich habe die Leute im Becken beneidet. Ich finde es einen ungewöhnlichen Ort und eine ungewöhnliche Vermengung von Themen im Schwimmbad. Tolle Gedanken, aber ich muss es noch sortieren. Super. Es wirkt nach. Genau, ganz, ganz, ganz gewiss wird es nachwirken, ja. Kunst hat keine Grenzen, gell? Nein, und das Interessante an Kunst, von meinen Begriffen, du kannst es gar nicht verstehen teilweise. Mhm. Du verstehst es nicht und trotzdem inspiriert es. Wie offen kommen die Leute auf dich zu, wenn du Frank Sinatra-Songs mit schwäbischen Texten singst? Also zunächst mal gibt es immer wieder die Reaktion, dass die Leute sagen, Schwäbisch und Sinatra-Songs, sorry, das braucht ja wirklich niemand. Aber das ist die Minderheit. Die meisten finden es erstmal amüsant, den Gedanken. Mhm. Und wenn sie es dann hören, ist die Reaktion oft so, dass sie denken, das hätte ich geglaubt, dass das so schön klingt, so weich und so fließend. Schwäbisch ist ein sehr schöner, weicher Dialekt und die Lieder sind aus meiner Sicht erstaunlich ästhetisch. Und vor deiner Zeit als Sänger, wobei du wahrscheinlich dein Leben lang schon gesungen hast, warst du Maler und Lackierer? Hab dann nochmal eine Lehre gemacht, bin dann in den Außendienst gegangen, in den Vertrieb und hab ab dem Alter von 21 etwa, habe ich begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und jetzt haben wir ja gesagt, du hast ein Konzept für alle, die sagen, ich möchte gerne eigentlich meinen Beruf, den ich habe, machen, aber auch meine Kunst, was auch immer das ist. Ja. Das funktioniert ja, wie die meisten von uns wissen, es funktioniert nicht. Man schafft es ja noch nicht mal eine halbe Stunde ins Fitnessstudio zu gehen, weil man die Zeit nicht hat. Ja. Du hast es geschafft, wirklich zu sagen, ich kann anfangen zu singen und trotzdem meinen Job zu machen. Ja. Wie geht's? Also erstens müssen wir es wollen. Im Alter von Ende 40 habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt in die Richtung, dass ich meinen Traum zum Beruf mache. Ich habe einen Arbeitgeber gesucht, der mit der Idee leben konnte, dass ich meine Arbeitszeit Schritt für Schritt reduziere, also von 5 auf 0 Tage schrittweise, dass ich quasi sage, das Geld, das ich mit dem Singen verdiene, muss das aufwiegen auf das Geld, was ich verzichte, wenn ich nicht mehr arbeiten gehe. Und so habe ich einen Arbeitgeber gesucht, der mit dieser Grundidee leben konnte. Der Erste, den ich gefragt habe, hat gesagt, coole Idee, aber machen wir. Aber wieso hat er das gemacht? Weil er hat davon nichts. Er verliert dich Stück für Stück als gute Kraft. Er fand die Idee einfach faszinierend. Du arbeitest jetzt gar nicht mehr bei denen. Richtig. Und lebst komplett von deinem Gesang. Richtig, ja. So, jetzt stelle ich mir vor, Peter Müller guckt uns gerade zu und sagt, Mensch, ich wollte auch schon mein Leben lang singen. Ich arbeite jetzt in der Firma, mein Chef zeigt mir einen Vogel. Was würdest du dem raten? Andere Arbeitgeber suchen. Ach, das sagst du so einfach. Ja, natürlich, geht. Mit 45, 40 einfach neuen das Arbeitgeber. Geht. Es gibt Beweise, dass es funktioniert. Dich? Ich bin ein lebendes Wollte Beispiel. Ich gerade sagen, ja. Es geht. Also ist es prinzipiell möglich. Das heißt, man braucht Mut. Ja. Wille. Und es kann funktionieren. Ja. Muss aber nicht. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren. Kann man das irgendwo bei dir nachlesen? Hast du schon Bücher geschrieben? Nein, aber ich fordere die Leute auf, fragen Sie mich. Ja? Fragen Sie mich, ich bin hochmotiviert,
dieses Wissen zu teilen, weil es mich zu einem derart glücklichen Menschen gemacht hat und einem erfüllten Leben gebracht hat. Ich würde es so gern teilen. Hast du, kann man auf der Homepage... Nein, anrufen, mit mir schwätzen. Ach, ja. Sollen wir deine Telefonnummer hier einblenden? Brauche ich doch nicht, aber wenn man rauskriegen will, kriegt man es heraus. Wer wirklich will, auch wieder, da auch sind das, wir wieder. Ja. Wer wirklich will, kriegt die Adresse raus. Ja, Wahnsinn. Weil Wolfgang Sellier gibt es nicht so viele. Wolfgang, wir sind schon am Ende. Ja, das geht gerne. So schnell. Ja. Ich beende meine Sendung immer mit... zwei Veranstaltungstipps. Wo sollte man unbedingt in nächster Zeit mal hingehen? Ja, ich habe mir was aufgeschrieben. Und zwar tritt hier in der Rosenau. Wo wir gerade sind. Wir sind in der Rosenau in Stuttgart, in meinen Begriffen, schönsten Kleinkunstbühne Stuttgarts. Tritt der Kai Magnus Sting auf. Und das, der kommt aus dem Ruhrpott, macht Kabarett. Und der ist am 17.11. hier in der Rosenau. Mhm. Und das würde ich unterstützen wollen und würde sagen, da müsst ihr hingehen, ich komme auch. Okay. Mein Tipp ist, liest du? Hast du gerade ein Buch auf dem Nachttisch? Ja, ich lese gerade die Biografie von Udo Jürgens. Die 67. Stuttgarter Buchmesse ist momentan im Haus der Wirtschaft. Das ist die größte regionale Buchausstellung, die es momentan gibt. Da werden über 25.000 Bücher ausgestellt und da gibt es alles und Lesungen. Und jetzt in der kalten Jahreszeit, wer mal Lust hat, sich regional irgendwie tolle Bücher reinzuziehen, sollte da auf jeden Fall vorbeischauen. Wolfgang. Es war ein Fest. Mit dir kann man plaudern, gell? Also wie mit meiner besten Freundin. Ja, wir hätten auch noch eine Stunde machen können. Also. Und da du ja Sänger bist, würde ich dich gerne bitten, dass du vielleicht zum Schluss nochmal irgendwas singst. Schenke Zimmerzeit, ich bitte ehrlich, sie machen mir Freit. Es ist gar nicht gefährlich, aber mir tut's gut. Es ist so arg schön. Für mich. Dankeschön.